Moin Leute, es gibt jetzt das Video zum Erstellen des Porsche 934 Turbo RSR. Ein wunderschönes Auto, also echt, ich liebe den wirklich. Ja, auch hier sieht man wieder gut, dass ich alles einmal mit Bleistift vorzeichne wieder. Ich nehme an, ja, wenn ihr meine vorherigen Videos schon gesehen habt, dann seht ihr, dass es, oder wisst ihr, dass das eine realistische Zeichnung wieder wird. Ich habe da ja schon ein paar Zwischenstände gezeigt. Ja, und so geht das dann halt Schritt für Schritt voran. Wenn euch das Video bis hierhin gefällt, dann lasst mir doch eine positive Bewertung da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, beziehungsweise von meinen Bildern, dann abonniert doch auch meinen Kanal und ja, dann verpasst ihr auch nichts. Ja, ich bin fertig mit Vorzeichnen und fange jetzt hier wieder mal mit der ersten Farbe an, der Grundton von dem Auto. Ja, auch wieder so viel wie möglich versuchen, an einer Farbe fertig zu machen, damit man den Pinsel so wenig wie möglich sauber machen muss. Ihr seht, ich versuche hier auch dann direkt schon mit den Spiegelungen zu arbeiten, deswegen habt ihr an der Tür von dem Auto diesen harten Cut. Ja, ich würde mich auch echt freuen, wenn ihr mir Kommentare schreibt, wie euch das gefällt, beziehungsweise was ich vielleicht auch besser machen könnte und vor allem auch, wenn ihr Ideen habt, was ich zeichnen kann. Also da würde ich mich echt freuen. Ja, so sieht das aus mit den Grundtönen. Jetzt bin ich hier noch die ganz dunklen Stellen am Machen. Ich mache das aber auch immer so, dass ich die Grundfarbe, also in diesem Fall dieses leuchtende Orange, wovon am meisten jetzt hier zu sehen ist, das mische ich vor. Davon mache ich eine relativ große Menge und dann mache ich das eigentlich ziemlich einfach, dass ich nur mit Weiß oder Schwarz dann die anderen Farben für die Schatten bzw. für die Reflexionen mache. Ja, ich verfeinere hier dann jetzt schon mit Airbrush. Ich habe da einen ziemlich großen Cut, aber ich meine, das habe ich in dem anderen Video von dem Lancia Delta schon gezeigt. Was da so dazwischen kommt, zum Beispiel, dass ich versuche, so viel wie möglich schwarz zu machen, wenn ich mit schwarzer Farbe dran bin. Aber das habe ich auch eben gesagt, dass ich versuche, so viel wie möglich von einer Farbe dann auch zu machen, weil erstens geht dann weniger Farbe weg, also verschwende ich weniger, weil ich weniger Pinsel sauber machen muss und das ist dann halt auch Zeit spart. Das brauche ich aber jetzt nicht jedes Video wiederholen. Ja, Glanzpunkte ganz wichtig und ja, alles ziemlich feine Arbeit, gerade hier mit diesen Speichen von den BBS-Tiefbettfelgen. Ja, auch wieder Verfeinerung mit der Airbrush-Pistole, Schatten machen. Vorne auch bei den Lüftungen habe ich noch ein bisschen was gespielt, quasi mit den Schatten. Und das sieht auch schon ziemlich gut aus, so. Genau. Da kommen jetzt nur noch Glanzfelgen an die Felgen. Ja, und halt, das ist halt dann immer so ein bisschen chaotisch, das Finish quasi. Da bin ich dann immer, ja, am hin und her wechseln zwischen Pinsel und Airbrush, weil ich mir da dann in mehreren Schichten quasi die Übergänge mache, weil, ja, die sollen halt dann auch schön sein, weil wenn man einen weichen Übergang haben will, beziehungsweise man hat dann teilweise doch Kanten drin bei den realistischen Zeichnungen, da muss man halt dann schon flexibel sein dann auch, genau. Ja, das Bild ist fertig und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden und es gefällt euch. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschö, schöne Feiertage.